Servus mal wieder und willkommen zu einer neuen Folge von Force of Nature. Wir haben wieder neue Aufgaben bekommen in der letzten Folge und deswegen schauen wir jetzt gleich mal ins Questbuch. Hui, stelle eine Falle her, heißt's hier. Mit der Falle kannst du ein paar Tiere fangen und zähmen. Das hört sich doch gut an. Die Falle kann auf dem Arbeitstisch gefertigt werden. Na, wenn es so ist, dann nichts wie hin zum Arbeitstisch. Schauen wir doch gleich mal, was wir für die Herstellung brauchen. So, Arbeitstisch, Rezepte. Und wo haben wir die Falle? Da ist sie. Okay, wir brauchen Seile und wir brauchen Stöcke. Und außerdem brauchen wir noch ein Messer. Gut. Und die Falle können wir verwenden für Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner und sogar für einen Hahn. Das ist ja cool. Dann können wir uns hier wirklich viele tierische Begleiter zulegen. Da freue ich mich schon drauf. Das wäre klasse. So, jetzt aber müssen wir uns erstmal Seile herstellen. Und ich brauche auch noch Palmwedel, sehe ich gerade. Denn ohne Palmwedel gibt es keine Seile und ohne Seile gibt es keine Fallen. Ja, und wenn wir uns keine Fallen herstellen können, ihr könnt es euch denken, dann gibt es auch keine Tiere. Und deswegen müssen wir hier, wohl oder übel, ein paar Palmwedel sammeln. Hilft alles nichts. Sehr schön. Gut. Wunderbar. Wie viele habe ich jetzt? 26 Stück. Das reicht vollkommen. Mehr müssen es gar nicht sein. Machen wir mal 13 Seile draus. Und Stöcke könnte ich eigentlich auch gleich noch mitnehmen. Sodele. Perfekt. Wie viele sind's? 21 Stück. Das reicht vollkommen. So, die Seile sind schon hergestellt. Das ist gut. Dann können wir uns nämlich jetzt gleich noch ein Steinmesser craften. Und es wird mal wieder dunkel. Das heißt, auf zurück zum Lagerfeuer. Aber die Kokosnuss, die nehmen wir noch mit. Genauso wie den Steinsplitter hier. Sodele, wie schaut's denn aus mit dem Steinmesser? Gut schaut's aus. Das ist schon fertig. Perfekt. Ja, wenn es so ist, dann nichts wie rein. In die Hütte, auf zum Arbeitstisch. Und dann können wir uns jetzt normalerweise auch die Fallen herstellen, oder? Das schaut doch gut aus. Machen wir uns mal 25 Stück oder machen wir uns weniger. Für die Quest brauche ich zwar nur 15, aber lieber machen wir uns ein paar mehr als zu wenig. Denn die Fallen können wir sicherlich immer mal gebrauchen. Gut. Okay. Wie schaut's denn eigentlich beim Lagerfeuer aus? Ah ja, die glühende Asche ist schon fertig. Nehmen wir gleich mal mit. Und wenn ich hier sowieso gerade am Lagerfeuer stehe, könnte ich ja eigentlich das Fleisch hier braten, das ich aktuell bei mir im Rucksack habe. Sehr schön. So, die Kohle ist auch schon so gut wie fertig. Oder zumindest der Großteil ist fertig. Beim Hochofen ist aktuell nichts in Auftrag und beim Amboss sind die Nägel fertig. Perfekt. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas herstellen? Ah ja. Machen wir uns doch gleich mal einen Eisenbahn. Den brauchen wir sicherlich auch noch irgendwann mal. Gut, perfekt. Und wie schaut es bei den Fallen aus? Ah ja, die brauchen noch ein bisschen. Naja, wenn es so ist,
Dann holen wir uns jetzt mal kurz zwischenzeitlich noch ein bisschen Holz. Damit wir nicht tatenlos herumstehen. Das Fleisch ist schon fertig. Und die Fallen sind auch schon fertig. Du hast neue Aufgaben. Das hört sich doch gut an. So, jetzt holen wir uns aber erstmal die Fallen. Zehn Stück haben wir schon. Gut, die 10 Stück werden noch hergestellt. Wie schaut sie aus? Zähme ein Tier. Ui, jetzt kommen wir zum spannenden Part. Zu zähmende Tiere. Schwein gibt Würmer. Eine Kuh gibt Milch. Eine Ziege gibt auch Milch. Das Huhn gibt Eier. Der Hahn gibt Federn und das Schaf gibt Wolle. Okay. Dann schauen wir doch mal, was für ein Tier wir jetzt dann gleich zähmen werden. Das erstbeste, das uns über den Weg läuft, holen wir uns auf alle Fälle. Die Fallen sind jetzt auch fertig. Das heißt, wir können gleich losgehen. Auf zu den Goblins. Oder besser gesagt, zu dem Gebiet mit den Goblins. Denn da haben wir auch die Tiere gesehen. Ui, schon wieder ein kleiner grüner Goblin. Na komm her. Perfekt. Das wäre geschafft. Ui, da unten ist noch ein Goblin. Nieder mit dir. Wunderbar. So, ein Tier. Ich hier leider nicht. Ui, ein Wildschwein. Aber das lässt sich nicht zähmen. Was war das da hinten? Da war irgendwas. Da habe ich irgendwas gesehen. Ui, ein Fuchs. Aber auch ein Hahn. Aber erstmal müssen wir uns um den hier kümmern. Hey, halt, da geblieben. Nicht wegrennen. Okay. Der ist mir eindeutig zu schnell. Ui, aber da ist noch ein Goblin. Den will ich loswerden, bevor wir hier mit den Tieren irgendwie anfangen. So, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wir ziehen uns einfach mal die Fallen hier auf die 5. Und dann schauen wir mal. Okay. Da oben hat sich jetzt eine Art Zielvorrichtung geöffnet anscheinend. Und, nee, stehen bleiben, nicht wegrennen. Und ich muss den Hahn jetzt hier wahrscheinlich fangen irgendwie. Schauen wir mal, zielen, werfen. Ah ja, das war schon mal gar nichts. Musste jetzt ausgerechnet da bei der Wilsau und dem Goblin vorbei, denn. Muss das sein? Oh Mann, irgendwas greift mich an. Das Wildschwein. Ja, wunderbar, da kommt ein Goblin auch noch. Das habe ich gern. Feige, hinterrücks angreifen. So, wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein hin? Ah ja, das hat sich aus dem Staub gemacht. Das wusste schon warum. Nun gut, ja. Und wo ist der Hahn? Auch verschwunden. Da vielleicht irgendwo. Ah, da ist ein Schaf. Das könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Nee, da ist der Hahn irgendwo. Ich habe ihn laut und deutlich gehört. Nur sehen tue ich ihn nicht. Ui. Aber ich sehe was anderes. Was mir keine große Freude bereitet. Um ehrlich zu sein. Da ist ein grimmiger Bär. Will ich da wirklich weitergehen? Will ich das? Aber da ist auch ein Schaf. Nee, ich will das nicht. Nee. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich glaube nämlich, da ziehe ich den Kürzeren. Aber wo ist der Hahn?
Ich höre ihn doch laut und deutlich. Da steht er. Jetzt, da habe ich ihn gesehen. Gut versteckt im Gebüsch. Aber nicht gut genug. So, mein Lieber. Jetzt kannst du mir nicht mehr entkommen. Oder vielleicht doch, ich komme hier gar nicht durch. Aber für sowas gibt's die Axt. Ah, nee. Das funktioniert so nicht. Ja, ich will dir ja gar nichts tun. Du musst dich nur fangen lassen und dann... Nein? Bleibst du hier? Ich sag's dir. Hey, cool. Das hat sogar funktioniert. So, zähmen. Das war schon, oder wie? Ja, klasse. Wir haben hier den Hahn gezähmt. Das ist doch cool. Perfekt. So, dann kommst du gleich mal mit. Na komm. Gut, 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 gut. Das ist doch cool. So, zurück zur Basis. Sehr schön. Ich hoffe nur, dass der Hahn mir nicht stiften geht, denn ich habe ja noch gar kein Gehege, fällt mir gerade ein. Hoffentlich bleibt er hier. Naja, schauen wir einfach mal. So, du wartest hier, beziehungsweise was willst du eigentlich haben? Du fressen Weizensamen und Wasser. Wasser habe ich leider nicht. Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich Wasser? Wahrscheinlich aus dem Brunnen, den wir uns bauen können. Oder auch noch nicht bauen können, weil er noch nicht verfügbar ist. Aber was sagt denn das Questbuch? Erreiche einen neuen Level, sagt das Questbuch. Na, wenn es so ist, dann machen wir das doch gleich mal. Denn vielleicht kann ich dann auch den Brunnen bauen. Wir haben alles Nötige beisammen, was wir brauchen. So, erhalte Level. Level 5. Perfekt. Es geht voran. So. Kann ich mir jetzt vielleicht den Brunnen bauen? Ah ja, nicht nur das. Ich kann mir jetzt auch ein Beet hinstellen, einen Küchentisch und ein Fass. Das ist doch klasse. Perfekt. Was braucht man denn für den Brunnen? Ui, viel Zeugs. Seile, Bretter, Steine. Gut, und die Nägel und die Baumstämme habe ich schon. Ah ja, okay. Wird zur Herstellung von Rohstoffen benutzt. Ja, in dem Fall ist es Wasser. Was wir da bekommen werden, vermute ich jetzt mal, denn ja, was anderes bekommt man eigentlich nicht aus dem Brunnen. Außer Wasser. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, was das sein soll. Gut. Das heißt, wir müssen Holz ran schaffen. Oder aber, wir lassen das jetzt mal und wir gehen im Morgengrauen nochmal in das Gebiet und holen uns vielleicht noch eine Henne oder ein Huhn oder vielleicht doch eine Ziege, je nachdem. Denn der Hahn hier fühlt sich ein bisschen einsam. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, deswegen gehen wir jetzt dann gleich mal nochmal in das Goblin-Gebiet. Denn den Brunnen können wir auch in der nächsten Folge bauen. Der rennt uns nicht davon. So, die Kohle, glaube ich, ist jetzt auch schon fertig, oder? Ah ja, sehr schön. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist mein Inventar. Das wird zusehends voller und voller. Aber für was gibt es eigentlich das Fass? Habe ich jetzt gar nicht nachgesehen. Ah ja, wird zum Lagern von Gegenständen benutzt. Lagerkapazität 10 Plätze.
Vielleicht sollte ich mir sogar, bevor ich mir den Brunnen baue, ein Fass hinstellen. Ist vielleicht sogar fast wichtiger. Aber nun gut, es ist hell und das heißt, wir gehen nochmal in das Goblin-Gebiet. So, die Karnickel, die lassen sich ja nicht fangen. Aber vielleicht irgendwas anderes. Daumen drücken. Hui, da steht eine Kuh. Die holen wir uns. So, der Goblin ist tot. Da oben steht noch einer. Den killen wir auch noch ganz geschwind. Und dann heißt's gut zielen. So, ich will hier gar nichts tun. Nein. Da geblieben. Das hat schon wieder funktioniert. Der Weitwurf funktioniert fast besser als alles andere. So, zähmen. Wir haben die Kuh gezähmt, aber ich werde hier angegriffen. Und das ist alles andere als gut. Oh, war ja. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Der Fuchs verzieht sich hier. Wie jetzt? Warum ist die Kuh hier weg? Die habe ich doch noch gezähmt, oder? Da geblieben. So, folge mir. Perfekt. Das ist doch cool. Braucht man nur noch einen Namen für die Kuh. Da, wenn mir einer einfallen würde. Und wir brauchen auch noch einen Namen für den Hahn. Stimmt. Das fällt mir gerade ein. Da könnt ihr mir mal eure Vorschläge in die Kommentare posten. Wie sollen wir den Hahn hier nennen? Und die Kuh? Das wäre doch mal was. Wenn wir hier unseren Tieren auch entsprechende Namen geben. Wenn es dann natürlich zu viele werden, dann kann ich die nicht mehr auseinanderhalten. Aber für den Anfang, denke ich, sind wir mit zwei Tieren ganz gut versorgt. So, du wartest hier mal. Und du brauchst, okay, 6-mal Weizen und 2-mal Wasser. Das heißt, ich muss mir hier auch unbedingt den Brunnen in der nächsten Zeit bauen. Denn ich will ja schließlich nicht, dass die mir hops gehen. Das wäre echt ärgerlich. Das wollen wir nicht. So, nun gut, ihr Lieben. Ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Force of Nature. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.